Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blende zu im Franchise-Modus. Jo, gut Leute, hatte ich ja letzte Folge schon angekündigt, dass ich mir jetzt hier noch ein bisschen Gedanken machen muss, gerade wegen dieser breiten Brücke, ne, die ja von der Festung rübergeht zu unserem baldigen arktischen Gebiet. Ja, und darum werde ich mich jetzt erstmal kümmern. Ich hatte schon gemeint, eigentlich würde ich auch gerne mal so eine Art Bogenbrücke bauen. Was halt ein bisschen schwieriger umzusetzen ist, aber ich denke jetzt gerade dann bei dieser großen Brücke könnte das durchaus Sinn machen, weswegen ich das auch einfach mal ausprobieren werde. Ich mache jetzt schnell im Speedbuild diese Brücke erstmal fertig, werde hier und da noch ein, zwei Steinchen platzieren. Das wird diesmal aber nicht ganz so lange gehen, denn ich will in dieser Folge endlich auch mal wieder neue Tiere in den Zoo reinlassen. Und das wäre dann übrigens die Babyflusspferde. Nee, Quatsch, nicht Babyflusspferde. Die Zwergenflusspferde. Ich glaube, so oder so ähnlich heißen die. Das ist ja, wo mir die Bezeichnung letzte Folge nicht eingefallen ist. Die würde ich gerne reinlassen, unseren Zoo. Ich zeige euch dann auch gleich, wo. Der eine oder andere kann sich bestimmt schon denken. Und wir haben dann auch noch an sich Platz für noch weitere Tiere unten dann dort an der Stelle, die so als Nachbarn von den Zwergenflusspferden fungieren könnten. Muss ich aber mal gucken, welche Tiere wir da nehmen. Das überlege ich mir jetzt gleich, wenn es sozusagen normal weitergeht. So, ich lasse das erstmal zu Ende laufen. Ich mache jetzt erstmal die Brücke fertig und ja, dann sehen wir uns in Game und machen ganz normal weiter. Ja, so machen wir das. Also, bis gleich.
Alles klar, Leute, machen wir weiter an der Stelle. So, und ich hatte das jetzt ja diese Folge schon angekündigt, beziehungsweise wir können uns erstmal die Bogenbrücke angucken, zumindest von außen. Von innen sieht die noch nicht ganz so cool aus, also wenn man hier unten durchläuft, da muss ich irgendwann... Moment, muss ich die Kamera eben mal ordentlich... irgendwie bewegt die sich gerade sehr, sehr langsam, jetzt geht's wieder ein bisschen. Diesen Bogen, den ich hier gemacht habe, den müsste ich eigentlich irgendwie konsequenterweise komplett durchziehen. Problem ist, glaube ich, auch, dass es gar nicht die gleiche Höhe. Da muss ich mir nur überlegen, wie ich das mache hier. Muss man mal schauen. Aber zumindest von außen sieht das doch mal ganz schick aus. Ne? Ich hatte auch extra hier dieses Zuggleis nochmal angepasst. Ich hatte das ja erst, dass es hier durchgeht. Und das sah irgendwie doof aus. Das sah irgendwie doof aus, dass die Brücke hier nicht komplett sich an die Festung anschmiegt. Weswegen ich das hier nochmal umgeändert habe. Mal gucken, ich weiß nicht, ob ich das einfach so lasse mit den Holzbalken oder ob ich da auch nochmal separat eine Zugbrücke baue. Könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, was ihr da cool findet. Ob ihr meint, Bienen, das könnt ihr auch einfach so lassen, das ist doch okay. Muss ich mal schauen, man könnte hier vielleicht dann noch ein bisschen Felsen machen etc. Ne? Mir ging es nur erstmal darum, dass es grob hinhaue, dass der Zug hier durchfahren kann. Wir aber auch die Brücke komplett fertigstellen können. So, das hier kann ich auch nochmal in Ruhe zeigen, ne? Das haben wir ja letzte Folge gemacht, beziehungsweise hier die komplette Infrastruktur des Zoos hatten wir letzte Folge gemacht. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Zoobesucher wirklich diesen Weg auch benutzen komplett, aber wahrscheinlich wird es erst was, wenn wir auch überall dann Tiere haben. Hier kommen natürlich überall noch Wege hin, ne? Ich habe ja hier noch nichts gemacht, mir ging es dann erstmal darum, dass hier überhaupt erstmal Wege sind, beziehungsweise der Hauptweg hier lang geht. Und hier können wir jetzt überall noch Tiergehege machen und dann hier oben... Hier oben soll dann das arktische Gebiet dann sein. Also hier soll schon ein bisschen Schnee wahrscheinlich liegen und hier ab hier irgendwo dann richtig viel, richtig viel. Wobei Eisbären anscheinend sehr interessant wird, weil jetzt viele in den Kommentaren meinten, Beam, mach lieber keine Eisbären. Es sind schon ganz viele Zoos deswegen bankrott gegangen, weil die unfassbar viel essen, also beziehungsweise das Essen unfassbar teuer ist. Irgendwie soll eine Fütterung... Jo. Eine Fütterung soll $10,000 kosten, ey. Das ist halt super, super, super übel. Aber ich werde es trotzdem probieren. Also wir haben jetzt $1,2 Millionen. Ich werde einfach die Eisbären irgendwann dann reinlassen in den nächsten Folgen und dann gucken wir einfach, wie es läuft. Und notfalls muss ich mir halt da was überlegen. Ne? Jo, gut, aber ich hatte ja gesagt, wir lassen heute erstmal die Zwergenflusspferde. Die heißen doch so, oder? Ich habe jetzt extra schon welche geholt. Tieraufbewahrung. Zwergflusspferd, genau. Ich habe zwei sehr, sehr gute Weibchen bekommen. Richtig gute. Und ein halbwegs solides Männchen. Es hat halt Langlebigkeitsgen, ist nicht so gut. Ich hoffe einfach bei der Fortpflanzung, dass sich da eher die Weibchen durchsetzen und dann passt das. Auch Gruppengröße würde das jetzt passen, wenn wir ein Männchen und zwei Weibchen reinlassen. Wir gucken mal, Gruppengröße, ein Männchen bis zu drei Weibchen. Ja, machen wir erstmal ein Männchen bis zu zwei Weibchen. Lassen die erstmal rein und gucken, wie die sich hier so fühlen. Ich würde die gerne hier erstmal reinpacken. Und das dann ringsrum gerne noch ein bisschen ausarbeiten. Das ist zwar jetzt hier eher nordisches Gebiet, aber ich habe ja gesagt, ich würde wahrscheinlich hier irgendwie afrikanisches Gebiet überall machen und dann zieht sich das hier halt noch durch. Ich denke, das ist okay. So, ich muss mal gucken. Ich habe irgendwie öfters jetzt das Problem, dass Tiere einfach in so einer doofen Box drin sind. Also sehr, sehr oft, sehr, sehr häufig. Ich hoffe, dass das jetzt einfach daran lag, dass ich noch ein bisschen gebaut habe oder so. Ansonsten wird es dann echt dumm. Weil das war davor nie so gewesen, dass ständig die Tiere in der Box gelandet sind. Ist schon wieder eine Transportbox? Oder immer noch? Das kann halt auch sein. Ich habe mir hier die Glasscheibe wieder weggemacht, sodass die Zoobesucher hier, die Pfleger wieder durchkommen. Gleich gibt's ein Baby, Baby, Baby. Also es müsste wirklich richtig gut werden, das Baby, theoretisch. Oh. Übrigens, wir haben auch einen goldenen Elefanten. Jung ist, was aber bald erwachsen sein sollte, kann ich euch auch mal eben zeigen. Ist mir eben aufgefallen, wo ich Tiere aus den Boxen rausgeholt hatte. Da ist er. Da ist er, Leute. So, was haben wir denn hier schönes? Golden, Weibchen. Richtig gut. Richtig gut. Hat eine Attraktivität von 5500, ey. Okay, und nochmal Golden Männchen. Okay, das ist super. Da freue ich mich drüber. Das ist sehr, 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 sehr schön. Und da freuen sich auch die Gäste auf jeden Fall. Da freuen sich auch die Gäste. So, gut, ich zeige euch nochmal ganz kurz den goldenen Elefanten, den wir jetzt hier haben. Wartet mal. Hier ist das Elefantengehege. Es haben sich auch ein paar gewünscht, ich soll bei den Elefanten noch ein bisschen mehr Vegetation reinmachen. Das werde ich wahrscheinlich wirklich tun, genauso wie bei unserem Panzernashörner. Jetzt gucken wir nochmal. Hier genau. Anushka, 3,5 Jahre alt. Golden.
richtig gute Werte, hat eine Attraktivität von 8700 und die geht ja, glaube ich, über die Zeit auch noch ein bisschen weiter nach oben, die Attraktivität. Ja, wenn die sich wohlfühlen und so und so. So, hier haben wir nochmal Silber, Naira. Also Elefanten haben die richtig gut, ey. Also gerade Elefanten sind auch super teuer. Und gibt's auch nicht so häufig. Da freue ich mich drüber. Da freue ich mich wirklich drüber. Gerade weil die Eltern noch Bronze und Silber sind. Also da haben die gute Arbeit geleistet. Gute Arbeit. So, gut. Ich bin dafür, dass wir jetzt uns mal kümmern. Aber jetzt hätte ich hier gerne wieder ein bisschen mehr Licht. Jetzt ist mir hier zu schattig. Moment mal eben. Jetzt guck mal aber hin. Ich mach mal... so ungefähr. Machen wir ungefähr so. Jetzt haben wir hier wenigstens ein bisschen Sonne. Und das meine ich halt zum Bauen. Ist das super cool, wenn man das ändern kann. Ich weiß auch noch nicht, ob ich hier noch Felsen lasse. Ich will auf jeden Fall, dass hier wie so eine Art Holzbalkon entlang geht oder eine Holzbrücke oder so. Das, also dieser komplette Weg hier. Das muss ich mir alles noch überlegen. Aber ich dachte, ey, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit weiterbaue, lass doch jetzt endlich mal ein paar neue Tiere rein. Das macht sich ganz gut, die Brücke so. Also zumindest so mit dem Bogen ist gut gelungen. Das gefällt mir erstmal. So, bevor ich die jetzt reinlassen kann, ich habe jetzt hier unten extra schon dafür gesorgt, dass wir hier Pflegepersonal reinsetzen können. Ach ja, genauso im Strom und so kann ich hier auch gleich noch reinsetzen. Das ist gar nicht so verkehrt, weil dann hätte der Bahnhof endlich Strom. Und dann hätte ich hier gerne eine kleine Tierpflegerhütte. Was brauchen wir denn noch? Tierhandelszentrum können wir auch gebrauchen, dann müssen die nicht ganz so weit laufen, das ist gar nicht so verkehrt. Tierarztpraxis würde ich hier auch gerne eine reinsetzen. So, machen wir auch noch eine Tierarztpraxis hier hin. Mal so hier. So, und ein Transformator würde ich hier auch schon mal hinsetzen. Wobei ich fast denke... Wow, habt ihr das gerade gesehen? Da kam gerade eine Meldung, dass 50 Mitarbeiter irgendwo nicht hinkommen. Aber jetzt ist es wieder weg. Okay. So, lasst mal gucken, wie groß die Reichweite von dem Transformator ist. Ich glaube, zum Bahnhof wird das noch nicht gelangen. Nicht ganz. Aber das deckt hier erstmal gut ab. Das ist erstmal ganz gut hier eigentlich die Stelle. Ich würde jetzt einfach den Weg, den wir hier haben, den würde ich jetzt einfach noch ein bisschen diese Richtung weiter ausbauen, dass wir hier nochmal so einen Kreis haben. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Ungefähr in die Richtung muss ich, glaube ich, wenn ich jetzt unter dem Bahnhof auch noch Strom haben will. Länge, so, und jetzt einfach gerade weiter. Bäm, 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 bäm. Ich würde mal bis hierhin erstmal machen. Dann machen wir Fundamenthöhe kletten. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier ist ein kleines Loch. Machen wir hier Transformator hin. Und Wasseraufbereitung direkt daneben. Oh, das müsste eigentlich passen. Das sieht richtig gut aus. Wobei, das ist noch Wasser. Das ist Strom. Okay, alles klar. Wir haben jetzt ja auch Strom an unserem Bahnhof. Das ist schon mal eine feine Sache. So, und hier... Max Wartezeit würde ich mal ausstellen. So, ich habe jetzt überall eingestellt, dass die Züge mindestens 10 Sekunden warten. Und Min-Besetzung ist voll. Das ist halt hier jetzt, glaube ich, nicht die beste Idee tatsächlich. Hier würde ich mal beliebige Besetzung machen. So, der Bahnhof läuft jetzt erstmal. Das ist schon mal schön. Oh, krass, wie schön das aussieht hier, wenn einfach nur eine leichte Schneefläche ist. Gerade würde ich jetzt das Gras hier noch wegmachen. Oh, riecht man mega Bock auf Skifahren und so, ey. Das sieht ja mal richtig genial aus. Habe ich mir noch nie so angeschaut. Bisher habe ich das immer nur bei uns im Zoo gesehen. Oh, jetzt ist es wieder weg. Schade, es war halt wirklich super schön. Krass, ey. Ja, immer übelst der Schattenwurf ist, weil der Berg hier im Weg ist jetzt. Also da im Hintergrund hier diese hohen Berge. Das ist übel, okay. Ich muss mal eben Öffnungszeit wieder umstellen. So, wir können jetzt ja nochmal gucken, ob der jetzt hier ordentlich durchfahren kann. So, lass nochmal schauen. Ah, guck mal, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ne, darauf hatte ich halt geachtet, dass die unter die Brücke durchfahren können, ohne irgendwo durchzuklitschen oder so, rein optisch. Das sieht eigentlich gut aus. Und die Geschwindigkeit finde ich auch erstmal ziemlich in Ordnung. So, und hier könnt ihr jetzt, glaube ich, auch einfach durchfahren, oder? Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut, glaube ich. Das sieht auch okay aus. Das ist auch in Ordnung. So, ne, bis hierhin habe ich mich ja schon drum gekümmert. Ab hier ist es dann eine riesige Baustelle, sozusagen. So, gut, an sich spricht jetzt nichts dagegen, dass wir jetzt die kleinen Flusspferde, die Zwergenflusspferde mal hier reinlassen. Müssen wir dann überlegen, was wir als Unterschlupf nehmen. Theoretisch könnten wir hier einfach Landflächen ein bisschen machen und dann schlafen die hier in dieser Höhle drinne. Das wäre vielleicht ganz cool. Das können wir wirklich machen, aber als erstes machen wir mal Barrieren. Ich werde jetzt sehr viel mit unsichtbaren Barrieren natürlich arbeiten. Machen wir mal hier hin. So, und hier werde ich wahrscheinlich unsichtbar machen, weil hier ist sowieso alles geschlossen.
Dann glaube ich fast, dass ich dazu geneigt bin, dass ich lieber hier einen Zaun mache. Ich werde übrigens dann gleich deutlich niedriger machen, die Zäune. Das sieht jetzt natürlich super kacke aus. Mal so hier. Jetzt müssen wir hier eigentlich langsam schon wieder nach oben. Ich mache mal länger erstmal sehr, sehr niedrig, dass man nur hier noch zumachen. Dann ohne. So, Leute. Ich platziere jetzt hier nochmal den Eingang eben. Ne. Ich hätte gern Beton. Jetzt müssen wir das dann irgendwie wieder hiermit verbinden. So. Beton. Irgendwo hier müsste ja auch eigentlich der Snap sein. Theoretisch. So, das hätten wir. Okay, alles klar. Hier hätte ich aber gerne noch Beton draus gemacht. Sieht dann doch irgendwie besser aus. Nach vorne ein kleines bisschen. Die Steine können wir dann einfach noch ein bisschen runter machen, dann, wenn wir dann wirklich ins Detail gehen. Hier haben die guten. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob ich vielleicht ein besseres Menschen finde. Tiermarkt. Das hier. Moment. 57. Okay, nehme ich das hier. Alles klar, Leute. Nice. Ist zwar schon 12 Jahre alt. Ich glaube aber bei Zwergflusspferde ist das nicht ganz so wild. Ich glaube, die waren auch relativ alt. Legen. Ich kann da gleich nochmal nachgucken in Sopetia. So. Ja, wir haben es verstanden. So. Jetzt einfach hier mit verbinden. Okay, jetzt soll es eigentlich keine Probleme mehr geben, hoffe ich zumindest. So, dann lass mal noch Personal einstellen. Mitarbeiter. Tierpfleger. Wow, hier plötzlich die Leute angerannt kommen. Ist ja der Wahnsinn. So, machen wir einfach mal bam, bam, bam. Bam, bam. Und dann das neue Gehege, was wir jetzt gerade erstellt haben. So. Machen wir so hier. Ungefähr. Ich hoffe nur, dass wir die Gäste nicht allzu sehr, wenn hier ständig sich die Uhrzeit ändert. Kommt raus aus dem Schatten, meine Lieben. So, das sind sozusagen jetzt Flusspferde, nur ganz, ganz klein. Die sehen so ein bisschen aus wie Baby-Flusspferde tatsächlich. Oder? Die sehen wirklich fast aus wie Baby-Flusspferde. Na gut, das sind halt Zwergflusspferde, das macht halt irgendwie Sinn. Da bin ich ja noch gespannt, wie die Babys dann davon aussehen. Bin ich ja super gespannt. So, die fühlen sich sogar schon relativ wohl hier. Krass, guck mal. Wohlstand? Wir gucken mal, 57%. Gehege. Pflanzen müssen wir noch machen und Lebensqualität. Das ist kein Problem. Rohrschiff mögen sie auch. Wunderbar. Da freue ich mich drüber. So. Das mögen die auch, oder? Ja, ging auf jeden Fall nach oben hier. So, sorgen wir jetzt erstmal dafür, dass die sich hier 100% wohlfühlen. 97%. 99. 99? So, okay, ich habe jetzt erstmal 99% bei Pflanzen, das ist schon mal gut. Was ist denn noch das Problem? Lebensqualität. Okay, alles klar. So, die bekommen von mir auf jeden Fall so einen Kreisel. Ich hoffe, der fällt jetzt einfach auf den Boden, oder? Ja. Okay, cool. So, dann brauchen wir erstmal was, wo die essen können. Wobei, Kegel können wir den auch schon mal ein paar reinsetzen. Das haben die auch immer sehr, sehr gerne, glaube ich. Können wir nochmal gucken hier. Lebensqualität. Haben wir hier schon genug? Jetzt brauchen wir nur noch Lebensqualität durch Futter. Oh, guckt mal hier, ein Schneemann, Kegelspiel, Beschäftigung. Aber das finde ich jetzt hier ein bisschen unpassend. So, irgendwas mit Essen wäre gut. So, die Gäste laufen vor allem hier lang. Dann hauen wir denen das mal hier irgendwie hin. Das ist eigentlich eine ganz schöne Stelle. So, und jetzt haut's auch schon hin. So, an sich brauchen wir gar nicht mehr, oder? Hier passt 40 Kilo Essen rein. Das ist eigentlich okay. Trinken können sie hier, wenn sie wollen. Dann haben wir eigentlich alles. Ich würde nur gerne mal wieder ein bisschen heller machen. So, jetzt würde ich nochmal ganz kurz wegen Gelände schauen. Wir brauchen noch etwas weniger langes Gras und deutlich mehr Erde. Okay, alles klar. So, da würde ich... Aber gegen Sand haben die auch nichts, oder? Ja, okay, alles klar. Da würde ich hier mal ein bisschen Sand machen.
erstmal so hier. Dass da jetzt die Bäume da sind, ist jetzt so ein bisschen unrealistisch natürlich. Und das mal so. So, Erde haben wir jetzt genügend. Das ist schon mal schön. Mehr Fels. Würde ich mal hier noch ein bisschen Fels machen. Machen wir erstmal so hier. Und jetzt würde ich mir mal den Felsen hier schnappen. Damit das hier ein bisschen abgeschlossen aussieht. Mal so hier. Und daneben hätte ich jetzt gerne auch noch einen Felsen platziert. So, und wenn wir jetzt hier nochmal Felsen draus machen mit 100%. Aber ich freue mich gerade hier. Obwohl ich jetzt nicht viel mache, sieht schon ganz schick aus auf jeden Fall. So, so können wir das mal lassen, denke ich. Das ist erstmal okay. Muss ich die hier vielleicht nochmal neu platzieren eben. So. Da haben wir jetzt erstmal ein relativ süßes Gehege für die Zwergenflusskerle. Die sind ja wirklich super klein. Guck mal, wie groß der Tierpfleger im Vergleich dazu ist. Ah, da bin ich ja super auf die Babys gespannt. Wohlbefinden 97%, das ist schon mal gut. Hier haut auch alles hin. Die wollen nur ein kleines bisschen mehr Fels vielleicht noch haben. Dann haben sie auch wirklich ordentlich Wasser. Also die haben wirklich richtig viel Platz. Richtig viel Platz. Aber ist okay. Ey, was soll's. Ne? Am Ende werde ich ja sowieso noch sehr viel dekorieren. Und dann haben sie wieder automatisch deutlich weniger Platz. Und endlich benutzen die Gäste auch mal diese Brücke hier. Das ist super, super cool. Dann fährt hier voll stylisch der Zug gleich durch. Mal gucken, ob sie auch diesen Balkon hier benutzen. Ah, nice, ey, das freut mich gerade. Richtig dolle. So gut, Leute. Alles klar. Wisst ihr was? Ich würde jetzt mal sehr, sehr gerne... Das sieht irgendwie echt nice aus hier alles. Das gefällt mir voll gut. Das macht sich ja richtig schön an der Stelle. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne... das ja noch ein bisschen ausarbeiten ringsherum. Auch gerade die Wege, dann würde ich Milton platzieren und so. Und das würde ich jetzt erstmal alles wieder mit Vorspulen machen. Ne? Auch hier wieder hier der Zug lang fährt und so. Hier ist es mir vielleicht noch ein bisschen zu bergig. Das würde ich vielleicht alles noch ein bisschen einkletten, denke ich. Die gucken voll ernst. Guck mal hier. Oh, wie ich dieses Geräusch vermisst habe. Da muss ich derbe an die Beta denken. Ich bin super gespannt, wie die Babys davon aussehen. Bin ich wirklich sehr, 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 sehr gespannt. Ja, genau. Ich sehe gerade, hier unten müsste ich auch nochmal irgendwie das mit Holz ausgleiten oder so. Oder der Brücke. Das würde auch besser aussehen. So gut, Leute. Alles klar. Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen ringsrum verschönern. Das werde ich jetzt mal noch machen. Aber ich finde, das Gehege macht sich jetzt hier erstmal ganz gut. Ne? Das wird ja hier auch nicht überall so rustikal bleiben. Ich werde hier schon hier noch dafür deutlich mehr Vegetation sorgen. Und desto weiter wir uns in dieses Gebiet hier bewegen, desto mehr wird sich die Vegetation wahrscheinlich ändern. Auf jeden Fall ändern, wahrscheinlich auch reduzieren. Das muss ich mir noch überlegen. So, genauso müssen wir auch noch an der Zuggeschwindigkeit wahrscheinlich ein bisschen arbeiten. Mal gucken. Außer hier ist super viel. Dann ist es natürlich ganz cool, wenn er hier so langsam lang fährt. So, machen wir weiter an der Stelle. Es gab jetzt wahrscheinlich mal einen härteren Cut. Und ich hatte ja gesagt, dass ich mich jetzt eigentlich jetzt erstmal darum kümmern will, dass es hier noch ein bisschen schöner aussieht. Bin ich leider jetzt nicht dazu gekommen, denn ich dachte, ich kümmere mich jetzt erstmal lieber darum, dass es wirtschaftlich unserem Zoo ein bisschen besser geht. Guckt mal jetzt hier, ich habe jetzt wieder alles im grünen Bereich, das war nämlich kurzzeitig nicht mehr so gut gewesen. Und ich habe jetzt, das zeige ich euch mal eben noch schnell, noch ein paar Läden platziert. Und zwar einerseits haben wir jetzt hier zwei Läden. Habe ich jetzt einfach hier an dem Felsen mit eingebaut. Haben einmal Hotdog, dann einmal hier diese Limo, die man hier irgendwie immer verkauft die ganze Zeit. Dann haben wir hier nochmal einen Burgerladen. Und die sind alle sehr, 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 sehr gut besucht. Sehr, sehr gut besucht. Genauso hier vorne. Ich auch nochmal zeigen eben. Hier diesen Tunnel habe ich jetzt auch mal ordentlich fertig gemacht. Hier können wir vielleicht noch irgendwas draufsetzen. Wahrscheinlich würde ich dann hier sogar auch die Elefanten nehmen oder so. Das muss ich mir noch überlegen. Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Das machen wir dann gleich noch. Beziehungsweise spätestens nächste Folge dann oder so, muss ich mal schauen. Ich zeige euch das jetzt erstmal. Hier habe ich noch eine Toilette gebaut. Hier haben wir nochmal Limo. Hier können die Leute irgendwelche Fotos und Videoaufnahmen kaufen, was richtig gut Geld bringt. Weil standardmäßig die Preise sehr, sehr hoch sind. Guck mal hier, Aufnahmepaket teuer, $50. $25. Da kann man richtig gut Geld machen damit. Ich kann euch das mal eben hier auch zeigen bei Wirtschaft.
Einnahmen, Ladeneinnahmen. Und guckt mal hier, Aufnahmen machen wir durchschnittlich pro Jahr 25.000 Dollar. Vor 2 Jahren habe ich 37.000 Dollar gemacht zum Beispiel. Das ist das Doppelte als das, was wir mit Getränkeverkäufen machen oder Souvenire oder Essen. Ja, also das ist dieser Just a Momento-Laden. Der lohnt sich richtig, richtig dolle. Richtig dolle. So, hier haben wir nochmal Limo. Hier habe ich Burger. Hier habe ich Hüte. Also Merch und so weiter. Lohnt sich auch sehr. Ich habe auch noch 3 solche Ballonläden nebeneinander gebaut am Anfang, also am Eingang des Zoos. Und das wird auch sehr, sehr viel benutzt. Also das müssen wir dann irgendwie dann auch noch in den Hauptzoo reinbringen. Jo, hier habe ich nochmal Limo. Das habe ich jetzt also hier noch so reingebaut. Dann habe ich hier mal zur Abwechslung einen kleinen Wasserladen eingebaut. Das macht sich eigentlich ganz gut hier, oder? Finde ich, das sieht jetzt hier viel, viel schöner plötzlich aus, dass jetzt hier auch die Läden sind. Wir können jetzt meckern über die Werbung hier oben drüber. Aber ich fand das irgendwie doch ganz cool, wenn die Leute sehen, was die Läden sind und so. Ja, das sieht echt ganz gut aus, so, muss ich sagen. Gefällt mir doch besser als erwartet. So, hier habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was es hier zu kaufen gibt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, nee, also Spaß beiseite. Ne? Hier können die Leute noch Wasser holen. Ja, also ich brauche wahrscheinlich wirklich noch mehr Läden, ey. Also sind überall, also hier, gut, hier ist keine Schlange, ist auch keine Schlange. Nö, also Getränke ist hier genügend. Wahrscheinlich sind eher Essen oder so, könnte ich mir vorstellen. Und Merch, Ballons und so muss ich noch mehr Läden bauen. Hier, die Läden haben ja schon die ganze Zeit, die könnten wir aber auch drüber nachdenken, vielleicht die auszutauschen. Müssen wir mal beobachten, wie viel da noch los ist denn jetzt in nächster Zeit. Hier genauso, das wäre auch ein wunderbarer Spot für Läden. Also wir können überall, gerade die Festung ist super geeignet, um überall noch ein paar Läden reinzubauen. So, aber selbst die Läden werden noch benutzt, aber überlegt mal, wie voll das hier sonst immer war. Und dadurch, dass ich jetzt überall ein bisschen Läden verteilt habe, verteilt sich jetzt auch die Zoobesucher anscheinend noch ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Das sieht jetzt viel, 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 viel besser und gesünder aus. Ich glaube, das war erstmal gut gewesen. Ne? So, und ein ganz wichtiger Punkt, Leute. Die Öffnungszeiten. Es ist echt wichtig, die ordentlich einzustellen. Ich habe die jetzt ja immer so hin und her eingestellt. Mal 1 Stunde, mal 2 Stunden, damit das Lichtverhältnis besser ist und ich besser bauen kann. Übrigens, hier guck mal, auf der Brücke ist jetzt auch schon ein bisschen los. Ne? Hier habe ich mal Bänke hingesetzt, ein paar Acktische. Haben wir eine richtig große Truppe. Aber ich denke mal, die sind gerade mit dem Zug gekommen, würde ich zumindest mal schätzen. So, und hier sind jetzt auch schon ein paar Gäste, die hier unten rumrennen. Auch wenn es noch nicht so viele sind. Ne? So, nee, was ich nochmal ganz kurz sagen wollte wegen den Öffnungszeiten. Das Problem war gewesen, dass dadurch, dass ich irgendwie nur 2-3 Stunden Öffnungszeit hatte, haben super viele Gäste den Zoo eher verlassen, weil sie ihn ja eher verlassen mussten und wollten ihr Zoo-Ticket rückerstattet haben. Guck mal, wir haben jetzt hier Rückerstattung. Zoo-Tickets hatten wir vor 2 Jahren 5.000 Dollar, letztes Jahr 10.000 Dollar. Dieses Jahr bisher 1.000 Dollar, wir sind im Mai. Ich hatte da aber noch vor 10 Jahren oder so, ne, also während ich da rumprobiert hatte, teilweise 80.000 bis 100.000 Dollar Rückerstattung. Also 100.000 mehr Miese, weil die Leute ihre Tickets wieder haben wollten. Das Geld wieder haben wollten, nicht die Tickets. Und das hat halt, wie gesagt, teilweise bis zu 100.000 pro Jahr mehr Ausgaben bedeutet, was halt total krank ist, weil ich mache gerade so, kann man eben gucken, vor 2 Jahren haben wir 80.000 gemacht, letztes Jahr 40.000. Ich lasse mal dieses Jahr noch durchlaufen eben, mal gucken, wie viel wir dieses Jahr jetzt noch machen. Sieht so cool aus, oder? Wie der Schatten immer weiter flüchtet vor der Sonne. wegen den Bergen. Ich finde das total nice. So, wir haben jetzt 11. Dezember. Ich lasse mal eben noch zu Ende laufen hier. Ich nehme. Jetzt gucken wir nochmal Einnahmen. Wir haben auf jeden Fall das erste Mal ever über 2 Millionen Dollar. Das ist schon mal gut. Und wir haben dieses Jahr Einnahmen von ungefähr 90.000 Dollar gemacht. So, wir können auch gleich gucken. Jetzt sehen wir sogar ziemlich genau. Dieses Jahr fängt jetzt von vorne an. Letztes Jahr 89.000 Dollar Einnahmen. Also ist sozusagen jetzt die Bilanz am Ende. Ne? Das ist erstmal ziemlich okay, so 90.000, 80.000 Dollar. Das heißt, wir könnten Eisbären 9-mal füttern oder so. Ich habe keine Ahnung, wenn das wirklich stimmt mit den 10.000. Wir werden es einfach probieren in den nächsten Folgen mit den Eisbären. Wir werden es einfach probieren. Wenn ich merke, es ist zu teuer, dann muss ich es halt wieder wegnehmen. Aber testen will ich es auf jeden Fall mal, ne? Ob wir das gestemmt bekommen oder nicht wirtschaftlich. Wartet mal, ich bin gerade dabei, hier Fotos für Thumbnail zu machen. Ist das ein Baby? Das sieht mir nämlich aus wie ein... Oh ja, das sieht aus wie ein Baby. Wartet mal, ich mache hier gerade noch Fotos. Für das Video. Gucken gleich mal. Ja, ist ja gerade ein Baby, was kackt, ne? Ja, das ist ein Baby, Leute.
Jungtier 1,7 Jahre alt. Richtig, richtig gute Werte. Wow, guckt mal, 6250 Attraktivität hat er. Okay, der Sound dazu. Warte mal, dazu fällt mir ein, lasst mal schnell schon mal Forschung starten, bevor ich vergesse. Das habe ich nämlich auch noch gar nicht gemacht. So, okay, alles klar. So, Moment, ich will ganz kurz gucken hier. Das ist wirklich mega, mega niedlich. Jo. Join. Jetzt gibt's Essen, hä? Ja, jetzt gibt's Essen. Ja, dass wir die Steigung hochkommen, hä? Meine Kleine. Ist das eine Kleine? Nee, das ist ein Kleiner. Ja, voll gut. Oh, da rennt er echt durch das Essen, ne? Jetzt gibt's Happa Happa. Oh, schon weniger geworden, ne? Also Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ne? Tschüssi.